Ja, mein Name ist Helmut Schwarz. Ich bin Professor für Chemie an der Technischen Universität in Berlin. Herr Schwarz, Sie sind ja weggegangen aus einer Familie oder aus einem Milieu, was nicht mit Wissen und intellektueller Umgebung zu tun hatte. Wie war es für Sie, plötzlich in einer Umgebung zu sein, Studenten und so weiter, die aus anderen Milieus kamen? Das war deshalb unproblematisch, weil natürlich in der Zeit, in dieser ganzen Aufbruchsstimmung, war ich einer von den vielen 10.000, 100.000, die auch von den Veränderungen, die ein System plötzlich zugelassen hat, profitiert habe. Aber ich habe nie eine Konfliktsituation der Gestalt empfunden, dass man sagt, does he belong to the Boys Club or not? Ja? Aber es wurde mir erzählt, dass Sie in den 68er ein kleiner Revolutionär waren. Ja, ich war aufmüpfig, das war ich immer, von Kindheit an. Als Kind hatte ich den Spitznamen Helmut Zorn. Ich musste auch da etwas Energie darauf verwenden, das zu kanalisieren später. Ja, das gehört ja auch zu einer Person, das gehört auch zur Wissenschaft, Positionen zu vertreten oder sich von Modellen zu trennen, die man selber favorisiert oder die andere favorisieren. Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Ich schwimme gerne gegen den Strom. Sie haben begonnen als Chemielaborant, aber das hat Ihnen nicht genügt. Sie haben dann studiert über den zweiten Bildungsweg. Warum wollten Sie mehr? Mich hat interessiert, etwas zu tun, wo ich weiß, ich werde dafür brennen. In der Industrie als Laborant habe ich sehr viel Praktisches gelernt, aber die Grenzen waren doch sehr eng gezogen. Es gab keine Möglichkeit, selbstständig, eigenverantwortlich Fragen zu stellen, die mich etwas lehrten, was ich heute noch nicht kenne. Welche Prinzipien hatten Sie dann als Lehrer? Lehren heißt ja auch führen. Genau. Ich hatte mehrere Angebote auf reine Forschungsprofessuren von der Max-Planck-Gesellschaft und von der Royal Society. Ich habe sie alle abgelehnt, weil ich immer das Prinzip verfolgt habe, man muss zunächst auch als Forscher ein guter akademischer Lehrer sein. Für mich war das Lehren immer zentral. Das heißt also, manchmal haben Sie gerade auch an den Studenten etwas ausgetestet, was Sie selber gerade erst gelernt haben. Ja, so ungefähr. Ich kann mich an Seminare erinnern, wo meine Studenten, also meine Doktoranden dann über Dinge gesprochen haben, wo ich nichts verstand, wo ich nach Hause ging und eine Nacht zubrachte, mir selber Nachhilfeunterricht zu geben, weil diese Burschen einfach dieses Prinzip erkannt haben, du musst dein eigener Glücksschmied werden, du musst das selber in die Hand nehmen. Und wenn ich sage, meine besten Lehrer waren meine Studenten, dann meine ich genau, dass sie waren, dass durch die Art und Weise, wie sie selber Fragen aufgeworfen, wie sie selber ein Thema vorangetrieben haben und mich damit konfrontiert haben. Ja. Sie hatten ja mal, Zitat, eine Art Liebesaffäre, die sie auch nachts nicht schlafen ließ, mit den Fußballmolekülen. Ja, völlig klar. Warum gerade waren Sie so fasziniert und sind in Liebe entbrannt? Tja, was passiert, wenn zwei schnelle fahrende Autos aufeinander stoßen? Der Kotflügel fliegt weg beispielsweise oder sie werden völlig deformiert. Aber es gibt keine konstruktive Vereinigung, dass daraus etwas entsteht, was die ursprünglichen Elemente, die Form noch enthält. Das ist unmöglich. Und bei einem Fußballmolekül, wenn das mit einem kleinen Atom zusammenstößt, ist es uns gelungen, dass das kleine Atom diese Hülle durchdringt und das Fußballmolekül seine ganze Schönheit behält. Und das ist etwas, was allen Experimenten, die es vorher gab, vollkommen widersprach, als wir das gemacht haben. Was die Chemiker heute machen, ist, die machen eine sogenannte Molekülchirurgie. Mit riesigem Aufwand schneiden sie da etwas auf, machen ein kleines Loch hinein, schubsen was hinein und nähen es wie bei einer Operation wieder zu. Das erschien mir alles viel zu kompliziert. Nein, wir wollten etwas elegant machen. Hinein und zu. Die Natur repariert selber. Das ist uns gelungen. Ein Nobelpreisträger sagte mal, in the science world, da herrscht harter Darwinismus. So ist es. So sehen Sie das auch? So sehe ich das auch. Ich will nicht behaupten,
dass das ein Grund war, warum ich von diesen Mainstream weggeblieben bin. Es war immer bei mir das genuine Interesse an bestimmten Fragen. Aber auch da habe ich festgestellt, wie hart dieser Konkurrenzkampf wirklich ist. Wer ist der Erste? Oder auch zu sehen, wie die Arbeiten, die wir publiziert haben, zunächst überhaupt nicht rezipiert wurden. Heute ist mir das klar. Ich war immer ein Außenseiter. Ich war niemals in diesem Mainstream, war nie Teil dessen, was, sagen wir, 90% meiner Kollegen aus guten Gründen interessiert. Das hat mich nicht interessiert. Ich hatte meine eigenen Vorstellungen und ich habe sehr enge Beziehungen zu bestimmten Ländern, nach England, aber noch mehr zum Beispiel nach Israel. Warum? Weil ich da das Gefühl hatte, dass sehr früh das, was wir gemacht haben, plötzlich gewürdigt wurde, anerkannt wurde. Wie da haben wir ein Interesse, nicht mir als Person, aber das, was wir gemacht haben, entgegengebracht wurde, wie ich es in Deutschland nie erfahren habe. Und da wurde mir auch klar, der Weg kann gar nicht so verkehrt sein, den du eingeschlagen hast. Es geht ja das Gerücht, dass Sie sozusagen bestimmten Rufen vom Ausland nicht gefolgt seien, wegen der Oper in Berlin, dass Sie hier bleiben können. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Wissen Sie, Gerüchte ist, was der Einstein sagte, es ist leichter, einen Atomkern zu zertrümmern, als ein Gerücht zu zerstreuen. Also stimmt es nicht. Ich glaube nicht, dass das eine Rolle gespielt hat. Aber ich schätze es sehr, in Berlin zu leben. Na klar, 3 Opernhäuser, 5, 6 der weltbesten Orchester sind hier. Ich bin einer, der saugt Anregungen von überall her, wo sie kommen, auf. Was würden Sie jungen Menschen empfehlen, die Wissenschaften studieren wollen? Was ist so wunderbar? Weil es vielleicht der Weg ist, wirklich Neues zu gestalten in einem Rahmen, in dem man dann seine Fantasie austoben kann. Und Wissenschaft ist eine der wenigen Möglichkeiten, das zu tun.